Kennst du das? Lebensmittel, du guckst auf die Beilage und denkst dir, was ist denn E250? Und sind alle von diesen Zusatzstoffen, die Nomenklatur mit E oder anderen Nummern haben, wirklich unbedenklich und man kann so viel davon nehmen, wie man möchte? Wenn ich das Thema Zusatzstoffe in Lebensmitteln gefährlich oder harmlos interessiert, dann ist folgendes Video genau das Richtige für dich. Mein Name ist Frank Bufflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Also, es ist so, warum gibt es überhaupt Zusatzstoffe in Lebensmitteln und warum gibt es die? Die sollen das Lebensmittel attraktiv machen. Das ist die Bezeichnung. Es muss attraktiv sein. Das heißt, wenn du überlegst, dass Pudding so eine schöne Konsistenz hat oder dass Limo diese gelbliche Farbe hat, dann hat das viel mit Zusatzstoffen zu tun. Oder Cola, das ist dieses Schwarze, dieses Tiefschwarze, das Braunschwarze. Das sind Zusatzstoffe. Und manche Zusatzstoffe sind wirklich komplett unbedenklich. Und manche sind halt in der Dosierung dann unbedenklicher, aber sie lösen trotzdem oder können bei manchen wirklich etwas auslösen. Und ich habe mal ein paar herausgesucht für dich, wo du darauf achten solltest, die ich an deiner Stelle nicht nehmen würde, weil sie einfach verschiedene Probleme auslösen können. So, dann gehen wir mal ganz tief rein. Also, wichtig ist, diese Stoffe stehen in Verdacht, krebserregend oder schädlich für andere Organe zu sein. Also, es ist der Verdacht wirklich da bei diesen Stoffen, dass da wirklich potenzieller Schaden da ist. Deswegen gehe ich die jetzt mit dir durch. Und beginnen tun wir, also grundsätzlich ist der Aufbau so, wir haben Zusatzstoffe für Farben, also Farbstoffe. Dann haben wir Konservierungsstoffe für die Haltbarkeit. Dann haben wir Verdickungsmittel, dass das schön schwebt, auch die Früchte. Dann haben wir Geschmacksverstärker, dass du noch mehr essen kannst, ja, dass dein Gehirn nicht sagt, nee, stopp jetzt. Dann haben wir Geruchsbinder, Zitronensäure, E330, zum Beispiel in Fisch, auch in frischen Fisch manchmal zugesetzt. Ja. Und natürlich zum Schluss noch die Süßungsmittel, wie das E951, das Aspartam, damit du im Endeffekt die Süßkraft hast, wie es beim Zucker auch dabei ist. Ja. Und jetzt gehen wir mal tiefer rein. Also, künstliche Farbstoffe, dazu zählen die Azofarbstoffe und hier sind drei sehr relevant. Das ist mehr so gelbliche Farbe, das ist E102, E104 und E110. Und die sind zum Beispiel in Knabbereien, in Marmelade, auch in verschiedenen Puddings drin und bei manchen Kindern hat man herausgefunden, dass die in höherer Dosierung diese Farbstoffe ADHS auslösen. Ja, Aufmerksamkeitsdefizit, Allergien auslösen. Beim Tartrazin, das E102, ist es im Endeffekt sogar so, dass bei den ganzen Substanzen, wenn man Aspirin nicht verträgt, dann verträgt man auch meistens dieses nicht, diesen Azofarbstoff nicht. Und das ist ein Punkt, den man wissen sollte. Also Farbstoffe sind kategorisiert in Gelb, Rot und Braun. Die gelben Azofarbstoffe, Aufmerksamkeit zu tun, Allergien, aber natürlich auch, sage ich mal, verschiedene, kann auch Atemnot auslösen, wenn man Aspirinunverträglichkeit hat. Die rote Farbe ist meistens so fürs Fleisch, dass es schöner aussieht, dass die Leute einfach sagen, boah, das ist attraktiv, das kaufe ich jetzt. Bei Coca-Cola zum Beispiel, oder Cola grundsätzlich, ist meistens der Farbstoff E150 drin, in Europa ist es anders gehandelt als in den USA. In den USA, wenn dieser Stoff drin ist, E150, dann muss draufstehen krebserregend, potenziell krebserregend. Das heißt, in den USA steht drin, was in Europa eigentlich auch drin stehen könnte, dass das wirklich ein gefährliches Substanz ist. Ja, das will ich nur sagen. In den USA anders gehandelt als in Europa. Aber wenn man in den USA auch was macht, dann ist es auch anders juristisch als in Europa. Aber E150 hat wirklich dieses Krebsrisiko. Und deswegen ist wichtig, dass ihr das wisst. Dann braucht man verschiedene Konservierungsstoffe, um Dinge haltbar zu machen. Da ist einmal das Schwefeldioxid, das ist oft in
Trockenfrüchten, um die nicht verderben zu lassen. Ja? Oder das Nitrit, das E250 in gepökeltem Fleisch. Ja? Das ist einfach, um die Haltbarkeit zu verlängern, um die Möglichkeit zu haben, dass man es länger anwenden kann. Dann, ganz wichtig, gibt es auch Verdickungsmittel. Verdickungsmittel wie das Carrageen. Ja? Das ist E407. Es gibt auch das E425. Und was ist da ein großes Problem? Wenn das mit drin ist, werden die Nährstoffe, die aufgenommen werden, rausgeschleust aus dem Körper. Das heißt, du kannst dann nicht die Nährstoffe zu dir, oder kannst sie zu dir nehmen, aber es bleibt nicht im Körper drin. Deswegen ist es wichtig zu wissen bei den beiden Sachen, dass Nährstoffarmut entstehen kann. So, und dann kommen wir zu den zwei letzten Dingen. Das sind einmal die Geschmacksverstärker und die Süßungsmittel. Und da ist natürlich Glutamat als der Hauptagonist bei den Geschmacksverstärkern bekannt, aber die Nahrungsmittelindustrie ist sehr clever. Er ist clever, weil die meisten wissen jetzt, Glutamat ja, macht das einfach geschmackvoller, macht es so, dass dein Gehirn sagt, du willst mehr, dein normaler Sättigungsgefühl oder dein Hungergefühl wird ausgesetzt und deswegen hat man Glutamat so auch ein bisschen ja, diese Position gegeben. Und jetzt musste man gucken, wie kann man andere Substanzen, die auch Geschmacksverstärker sind, jetzt einfach unterjubeln ohne das Glutamat. Weil viele schon auf Glutamat achten, es steht ja auch Glutamat frei, aber die ersetzen das durch andere Geschmacksverstärker. Wenn du interessiert bist an allen Geschmacksverstärkern, dann schreib mir in die Kommentare, dann mache ich eine Liste fertig, wo die Geschmacksverstärker einfach mal aufgeschrieben sind, neben dem Glutamat. Was häufig passiert im Moment ist auch, dass so Hefeextrakt, Gewürzextrakt, verschiedene Extrakte dann reingeschrieben werden oder reingemacht werden in die Produkte. Und die haben, wen wundert's, als Hauptbestandteil Glutamat. Da steht dann nicht Glutamat drauf, aber dieser Extrakt hat dann genau die gleiche Wirkung. Und ich finde es schon schade, dass man das als attraktiv findet, dass man davon nicht genug bekommt und dadurch eigentlich in eine unnatürliche Essgewohnheit verfällt, weil man eigentlich satt ist und durch diesen Aspekt dann das Ganze verliert. Beim Aspartam, auch in einem Video, was ich schon gemacht habe, schon mal genauer beleuchtet, als Süßungsmittel sehr, sehr zu hinterfragen. Und grundsätzlich Süßungsmittel muss man gucken, wann und wie man sie einsetzt. Also Aspartam hilft auf jeden Fall nicht zum Abnehmen, das ist schon mal ganz klar. Und gesundheitsförderlich ist es auch nicht. Wie weit geschädlich es ist, das muss noch gezeigt werden in Folgestudien. Aber wenn du sagst, okay, das Thema Zusatzstoffe in Lebensmitteln interessiert mich so sehr, ich möchte da noch ein bisschen mehr zu wissen oder ein Handout haben dafür, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören und wir sehen uns das nächste Mal. Mach's gut, dein Frank.